Hallo Marc, nach den erfolgreichen Wochen nach der Winterpause in der Liga mit 4 Spielen, 4 Siegen, geht es nun am Mittwoch nach Neckarsulm, Sportunion, Pokalviertelfinale. Da wollen wir doch auch erfolgreich sein. Ja, natürlich, wir sind super gestartet in die Rückrunde bzw. in die Restrunde und wollen jetzt natürlich das auch mitnehmen, diese Energie in den Pokal mit reinlegen und auch dort erfolgreich sein. Wir haben das große Ziel, natürlich auch aufzusteigen, aber auch das Ziel, weil wir tolle Erlebnisse dieses Jahr hatten im DFB-Pokal, uns vielleicht dort nochmal präsentieren zu dürfen. Und da wird die Mannschaft, denke ich mal, gerade in Neckarsulm nochmal alles reinwerfen. Wohl wissend, dass aber Neckarsulm auch zu Hause die Ulmer geschlagen haben. Und Neckarsulm ist auch in der Liga sehr gut aus der Winterpause gekommen. Die haben noch kein Spiel verloren. Das wird morgen schon eine richtige Herausforderung. Es wird auf jeden Fall eine Aufgabe für uns. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns auf unsere wesentlichen Themen zu konzentrieren. Es liegt an uns. Wir haben gezeigt, dass wir super performen können. Wenn wir aber nicht alles abrufen, kann es eng werden. Darauf wollen wir uns gar nicht einlassen. Wir haben, denke ich mal, auch jetzt in der englischen Woche, denke ich mal, ein gutes Thema, dass auch wieder die Spieler ein bisschen zurückgekehrt sind in der letzten Woche, dass wir mehr Möglichkeiten haben und egal wer dann da auf dem Platz steht von den Jungs, wird alles abrufen, weil sie auch wieder das Ziel haben, das große Ziel, auch in den DFB-Pokal vielleicht reinkommen zu können und das nochmal erleben zu dürfen, wie wir es dieses Jahr hatten. Wenngleich trotzdem die Liga und der große Aufstieg auch ganz oben angesiedelt ist. Kann man was zur verletzten Situation sagen? Kommen Spieler zurück? Ich glaube, die Situation wird sich genauso darstellen wie jetzt in der letzten Woche, dass wir ungefähr die gleichen Leute zur Verfügung haben und bei allen anderen wäre es jetzt einfach auch zu früh, da schon mal was wieder reinzuschmeißen. Aber genau die Situation, die wir letztes Jahr haben wir letzte Woche hatten, werden wir diese Woche wieder vorfinden und da haben wir genug Möglichkeiten, ein tolles Spiel zu sehen, eine tolle Performance abzuliefern und davon gehe ich auch aus. Jetzt hatten wir ja einen richtig erfolgreichen März und morgen ist dann der letzte Spieltag im März. Den März wollen wir doch krönen wie im vergangenen Jahr unseren goldenen Oktober. Ja, das wäre ein Traum, das wäre toll. Wir haben super vorgelegt und wollen das letzte Spiel im März auch positiv absolvieren und einfach eine Runde weitergehen. Wird morgen nur darum gehen, um wirklich eine Runde weiterzukommen. Es wird nicht so wichtig sein, ein tolles Spiel zu sehen, sondern wir wollen die Runde weiter. Und im Pokal zählt es nur, in einem Spiel zu liefern und wirklich on point da zu sein und den Schritt weiterzugehen ins Halbfinale. Das ist unser Ziel morgen. Um gleichzeitig noch zu sagen, den März natürlich perfekt abzuschließen, um dann weiterzugucken. Ja, der April ist auch unser Ziel, wieder einen tollen April zu haben, einen tollen Frühlingsmonat. Vielleicht krönen zu können, um mal vorzublicken. Wir haben toll geliefert bisher, das wollen wir weiter so abrufen und dann sind wir, denke ich mal, mit allen Karten auf unseren Seiten gut gewappnet für die nächsten Aufgaben. Dann freuen wir uns auf einen tollen Pokalabend, 19 Uhr, Pichtrichstadion in Neckarsulm. Okay, ich freue mich auch drauf. Bis morgen. Danke mal.